Würmer in deiner Falle hast, ruf den Boss und du gibst. Es war richtig, mich zu rufen. Oder wir müssen reden. Willst du sie? Sprich. Der Baum ist ziemlich überwuchert. Und? Und wenn er zu wild wächst, besteht die Gefahr, dass die Äste herunterfallen. Was nicht ideal ist, da sie ja die ganzen Welten halten. Ich bin kein Gärtner. Was für ein Schock. Nein, es bedarf keiner gärtnerischer Fähigkeiten von dir. Aber halte bitte nach den Hirschen der vier Jahreszeiten Ausschau. Normalerweise kümmern sie sich um den Baum. Unglücklicherweise fand es Bitterkeit lustig, Arroganz anzustiften, sie freizulassen. Wenn du die Hirsche auf deinen Reisen findest, wäre ich dir sehr dankbar, wenn du mir hilfst, sie nach Hause zu bringen. Ich würde eins meiner Eichhörnchen darauf ansetzen, aber sie sind mit ihrem Futter beschäftigt. Das liegt wohl daran, dass es das Beste in den neuen Welten ist, nehme ich an. Wir haben diese Hirsche gesehen. Großartig, dann brauchst du etwas Futter. Sobald du sie gefunden hast, sollte das Futter sie beruhigen. Dann wird einer meiner Geister sie hierher führen. Und bitte isst das Futter nicht. Keine Angst. Bitterkeit fragte mich, ob ich zu feige sei, sie freizulassen. Ich bin aber in der Tat in keinster Weise feige. Also hatte ich, wie ihr seht, keine Wahl. Ja, natürlich. Was hättest du auch sonst tun können? Das wäre ein ganz harmloser Scherz, wenn Fimbul wie... Das reicht. Hast du diese Lindwürmer gefunden? Wieder zum Krater? Die Welt braucht uns noch. Es gibt bestimmt noch mehr gefährliche Bestien mit wertvollen Ressourcen. Da war noch irgendwas. Genug geredet. Vanaheim viel zu feucht wäre. War das die Folge des Fimbulwinters? Größtenteils, glaube ich. In Midgard gab es endlose Nächte und Kälte. In Svartalfheim Erdbeben, in Alfheim das pulsierende Licht. Aber in Asgard scheint gar nichts passiert zu sein. Odin hatte viel Zeit zur Vorbereitung. In Helheim und Muspelheim habe ich auch keine Veränderung bemerkt. Fällt mir auf, die urzeitlichen Welten könnten weniger anfällig sein. Was meinst du, wie es in Jötunheim läuft? Woher soll ich das wissen? Zeig mir deine Fähigkeit zur Spekulation. Wirklich? Ist das nicht auch egal, wenn niemand dort ist? Genau, wir haben mehr Futter zu Hause. Komm schon. Ich muss sagen, es gefällt mir, dass wir den Hirschen nach Hause helfen. Ich hatte schon befürchtet, wir müssten sie töten. Ja. Du hattest schon vor, ihn zu töten, wenn er angreift, oder? Ja. Der Hirsch des Winters. Er sieht hungrig aus. Jetzt komm schon! Geh einfach mit mir zurück! Mir ist egal, wie hungrig du bist.
Die Hälfte hätten wir, Muskelberg. Ich kann dich nicht leiden. Das höre ich oft. Zwei geschafft, die Hälfte hätten wir. Noch ein Guder! Von links! Gleich zwei! Huh!
ist verletzt. Wir können es beenden. Komm, du hier. Sie haut wieder ab. Führt das Blut zu ihrem Versteck? Ja, wir folgen dem Blut. Das führt sicher zurück zu dem Versteck, auf das wir gestoßen sind. Dort können wir vielleicht endlich das Handwerk legen. Schade. Bewunderst du sie? Sie hat dieses Land terrorisiert. Dieser Urwald war ihr Zuhause. Sie hat ihn verteidigt auf ihre Art. Aber wenn der Tod die einzige Ehre ist, die wir ihr erweisen können, dann ist das so. Frühling, Wiedergeburt, Erneuerung. Oh, ich hab den Duft dieser Blumen vermisst. Tut mir leid, Kleider. Komm einfach endlich zurück. Nur ein Hirsch übrig. Danke für die Rettung der Welten und so. Ich hätte es ja selber gemacht und mit mehr Stil. Aber danke. Gern geschehen, wollte er sagen. Ich bin überrascht. Man könnte meinen, ein Hirsch würde aus Angst vor dir weglaufen. Du strahlst ja nicht gerade Ruhe aus. Ich bin immer ruhig. Ha, gut damit.